Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, das hoffen wir. Wir sind von der Autobahnpolizei. Gestern war bei Ihnen dieser Wagen in Reparatur, richtig? Ja, ich erinnere mich. Hat jemand nach der Reparatur eine Testfahrt gemacht? Selbstverständlich. Gehört ja zum Service. Wir würden gern wissen, wer die Testfahrt gemacht hat. Unser PS-Desperado hat an dem Wagen geschraubt und ist gefahren. Können wir mit ihm sprechen? Tut mir leid, er ist nicht da. Hat den Rest der Woche Urlaub. Dann geben Sie uns bitte seinen Namen und Anschrift. Ach, und wo könnten wir ihn denn sonst finden? Eigentlich überall da, wo Motoren um die Wette heulen. Danke. Sehr gut. Sehr normale Bahn. Dann spielt Autobahn. Das kann man machen. Cool Spaß. Der N-Antrieb ist zu fahren. Das ist neu geschrieben. Oh. Ben, wo heulen die Motoren um die Wette? Oh, seh mir. Mensch, das kommt davon, wenn man jahrelang einen unmotorisierten Kinderwagen schiebt. Wir fahren zur Rennstrecke. Guten Tag, die Herren. Ihr könnt hier nicht stehen bleiben. Hier treffen gleich ein paar Motorhomes ein. Die brauchen Platz. Wir haben nur eine kurze Frage. Wir suchen einen Patrick Bohmann. Oh, den vermissen wir auch. War er schon länger nicht mehr hier? Gestern erst. Hat sich noch kurzfristig zum Clubrennen angemeldet. Sollte längst hier sein. Start ist in wenigen Minuten. Dann warten wir noch ein paar Minuten. Vielleicht taucht er ja auf. Da habe ich eine bessere Idee. Ihr habt den passenden Wagen, um das Rennen mitzufahren. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, okay. Bevor wir uns die Reifen platt warten. Ich weiß nicht, ob die Schirme da so gut fehlen für uns. Thank you.
Thank you.
So. In Wahrheit in der Streifen. Streifen mit, ne? Die sind auch gleich Streifen mit angegeben. Deswegen. Aber nicht wundern, die muss ja da nicht verbreiten. Verschoben. Also, ne? Das ist ein bisschen hart. Auch wenn ich das. Chemia, Ben, vor wenigen Minuten hat hier ein Unbekannter angerufen und nach euch gefragt. Er möchte sich kurzfristig mit euch treffen. Meinte, er hätte ein paar wichtige Hinweise für euch. Was denn für Hinweise? Das wollte er nicht sagen, will nur mit euch reden. Schien ihm aber sehr wichtig zu sein. Okay, dann treffen wir uns mit ihm. Wann und wo? Ihr sollt um 12 im Parkhaus am Bahnhof sein, Deck 3. Mann, das ist in 5 Minuten. Na dann beeilt euch! Eine Stange Stadtrundfahrt, bitte. Fahrt. Hey, wir sind keine Reiseveranstalter. Ist mir auch kein Vergnügen. Aha, der Herr Zucker. Der Herr Zucker, der eine ambulante OP hatte, während jemand in seinem Wagen über die Autobahn gerast ist? Der Herr, der unsere Chefin verfolgt, weil er sie so attraktiv findet? Was ist? Wolltest du uns jetzt treffen, weil du nach ihrer Telefonnummer fragen willst? Mein richtiger Name ist Frank Frey. Ich bin Kriminalhauptkommissar beim BKA. Ein Kollege? Das wird ja immer besser. Berlin. Abteilung organisierte Kriminalität. Derzeit im Undercover-Einsatz. Der tödlich Verunglückte auf der Autobahn war mein Partner. Aha, deshalb haben wir auch keine Hinweise auf Angehörige gefunden. Korrekt. Ich weiß auch nicht, wie seine Tarnung aufgeflogen ist. Wenn er nicht durch den Unfall verunglückt wäre, dann hätte ihm sicher eine Kugel das Leben gekostet. Na, das erklärt dann zumindest schon mal die Einschusslöcher im Wrack seines Wagens. Also war der Irre in deinem Wagen hinter deinem Partner her, um ihn aus dem Weg zu schaffen? Der Irre ist ein Mitglied des Syndikats, in das wir uns schon vor einigen Wochen eingeschleust haben. Syndikat? 24 Stunden Programm auf allen Kanälen.
In nur wenigen Monaten hat sich hier eine mächtige Untergrundorganisation gebildet. Unzählige Mitglieder aller Nationalitäten. Araber, Chinesen, Italiener, Russen und fast jede Art von Kriminalität. Autodiebstahl, Drogenhandel, Waffenhandel, Schutzgelderpressung, Bestechung, Raubüberfälle. Aha. In jedem Hinterhof, in jeder Garage, in jedem Lager, an jeder Ecke dieser Stadt. Bist du noch im Geschäft? Ja, ich bin noch im Geschäft. Ich weiß aber nicht, wie mein Partner aufgeflogen ist. Ob's mich auch erwischt. Wir wussten voneinander, haben aber getrennt agiert. Auch bei internen Kontakten zur Abteilung. Vielleicht gibt's eine undichte Stelle. Ich kann niemandem mehr trauen. Und wieso traust du uns? Tja, ziemlich unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die Autobahnpolizei bei organisierter Kriminalität mitspielt. Falls doch, begehe ich gerade Selbstmord. Da hast du Glück. Aber was bringt es dir denn, uns das Ganze auf den Tisch zu packen? Ich liefere euch alle Informationen, die ich kriegen kann. Falls es mich wie meinen Partner erwischt, habt ihr alles, was nötig ist, und wir haben unser Leben nicht umsonst gelassen. Ja, fein. Du bist auf Achse, tummelst dich in Bars und Restaurants rum und so. Und wir? Wir schreiben das Protokoll für dich? Vorerst. Bis ihr wisst, wie es läuft. Dann können wir gemeinsam gegen das Syndikat vorgehen. Diesen Einsatz brauche ich keinen Tag länger als nötig und will irgendwann auch mal wieder nach Hause. Also, seid ihr dabei? Haben wir wirklich eine Wahl? Tja, kommt drauf an. Habt ihr einen Beruf oder eine Berufung? Auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, okay. Wenn wir dich damit allein lassen. Hier habt ihr eine Liste mit ein paar Namen. Alles Mitglieder des Syndikats. Nicht die großen Nummern, aber sind sehr umtriebig. Zieht sie irgendwie aus dem Verkehr und dreht in dieser Stadt jeden Stein um. Das Syndikat ist vorsichtig. Da, wo die Polizei schon mal geschnüffelt hat, gehen die bösen Jungs nicht mehr hin. Das klingt so, als hätten wir jetzt gut zu tun. Lasst mich bei nächster Gelegenheit raus. Ich melde mich wieder bei euch. Jo, pass auf dich auf. Okay. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es euch ein Like da.